nach halb sieben. Sieht nach einem wunderschönen Tag aus, wettertechnisch. Der Roman, der ist schon seit 10 Minuten in der Luft, beziehungsweise seit einer Dreiviertelstunde aus dem Haus. Beendet jetzt hoffentlich sein Training. Und dann haben wir eine Person weniger in der Pilot Lounge, die trainiert werden muss. Und dann hoffentlich, der nächste, der fertig werden muss, bin ich. Damit die nächsten drei Jungs dran können. So, ja. Kam. Sonnig. 11 Grad zurzeit. Letzte Nacht wurde es, glaube ich, 4 Grad. Also es kühlt nachts auf jeden Fall immer schön runter. Und ich hoffe, der ist bis zum Lunch fertig oder sogar ein bisschen früher. Das wäre nice. Okay. Ich weiß nicht, was mit der los ist. So, Pilotenmeeting in 8 Minuten. Und dann wird, glaube ich, ein Helikopter gebriefleitet und ansonsten ist wieder rumsitzen angesagt, beziehungsweise ich muss mir die Routes einfach einprägen. Diese ganzen komischen Steine oder Hügel oder wie auch immer im Grand Canyon, die haben alle Namen. Und die Rapids hier, die Stromschnellen vom Columbia River, die haben auch alle Namen. Und die kann man lernen und können, wie gesagt, im Kopf haben und dann erwähnen während der Tour. Mache ich mir jetzt mit Philadelphia sozusagen was. Allerdings ist mein Lunchbreak schon mehr als ein Drittel um. Der Roman, der wurde heute Morgen ausgecheckt, genau wie geplant, und fliegt jetzt seine eigene Tour schon. So ja, ich fliege mit Mike, das ist ein cooler Typ. Ich glaube, eine Route muss ich noch fliegen und dann kriege ich, dann muss ich noch zweimal fliegen, Checkride. Und dann bin ich auch fertig. Glaube ich. Das ist zumindest der Plan, mal gucken, wie es geht. Der Wind wird ein bisschen tricky. Es wird ein bisschen rumgehopst, aber gekotzt hat heute noch keiner, zum Glück. Lunchbreak ist vorbei. Obwohl die Sonne nicht scheint. 29 Grad. So, ich habe irgendwie einen Anruf verpasst. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Aber das hätte ich gleich erfahren in der Schule. So, mittlerweile schon 10 vor 2. Jetzt wollte ich ja nicht zurück sein. Ja, gucken, was heute noch so geht. Ich hoffe, ich kriege mindestens noch 2 Checkrides. Ansonsten wäre es fast sowas wie blamabel. Aber eigentlich auch wieder nicht. So. Super müde bin ich irgendwie, aber kann ich jetzt nicht ändern. Das ist schon auch ganz schön. Konzentrationstechnisch ist das, sagen wir mal so, durchaus anspruchsvoll. Boah, was für ein Tag, ey. Kurz vor 7. Ja. 6-mal bin ich geflogen. Meistens mit Mike. Und er wollte es wieder komplett anders haben als alle anderen zuvor. Und er meinte natürlich, ja, er wäre seit 20 Jahren da. Und wenn es einer genau und richtig wüsste, dann er. Naja. Auf jeden Fall sollte ich dann auf 2 Routen ausgecheckt werden. Oh, für die zweite Route war ja nicht mehr genug Zeit. Und auf der ersten Route, okay, Radio Calls und die Route und alles perfekt. Und dann mosert der, ja, Power Management. Ich so, was? Ja, und dann erklärt er mir, ja, du musst mehr Power. Ich so, was? Das ist genau das Gegenteil, ja, was der Mike und die anderen mir beigebracht haben. So wenig wie möglich Power, gerade so viel. Vermeide den gelben Bereich und den roten schon mal gar nicht. Und der meinte, ey, ja, wenn es warm ist und so weiter, ey, geh in den gelben Bereich.
Sagt der Maike 54, also 54% Torque, ja. Für die ganze Route und dann brauchst du genau 0,8. Ey, dann genau 54, die ganze Route, perfekt 0,8 geflogen, meint der. Ey, warum hast du nicht mehr Power gezogen? Die ganze Zeit. Müssen wir morgen trainieren, Power Management. Was geht ab? Ey, da wäre ich beinahe. Also, ne? Das ist der Chief und so weiter, kann ich nicht ausrasten. Aber dann habe ich gesagt, bitte, wenn er meint, ne, wenn es mich zum besseren Piloten macht, alles klar, dann mache ich halt weiter Route Training morgen. Ja, morgen müsst ihr wieder da. Morgen muss ich zusammen mit Roman früh zum Flughafen, damit wir abheben können um 6.30 Uhr. Das heißt, wir müssen um 5:45 am Flughafen sein, anstatt um 5:45 aufzustehen. So, heute Abend geht es vielleicht in den Whirlpool, da war ich nämlich noch nicht. Einige andere gehen hin und das könnte meinen Rücken gut tun, denn der ist ganz schön im Sack. So, jetzt esse ich irgendwas und dann geht es wahrscheinlich zum Whirlpool und dann direkt ab ins Bett, wahrscheinlich um 9. Ey. So, wir sind hier in einem Hotel, da gibt es einen Whirlpool. Wir warten noch auf andere, aber wir sind schon mal hier. Also die anderen, die waren schon ein paar Mal hier und die Beschreibung im Vorfeld war, hier passen 20 Leute rein. Also das wage ich sehr zu bezweifeln. Naja, es sollen auf jeden Fall um die 10 Leute von uns kommen und ich brauche es auf jeden Fall im Rücken. Aber wir gehen noch nicht rein, denn man hält wohl scheinbar maximal eine halbe Stunde aus, weil es so heiß ist. Aber Whirlpool, das wird meinem Rücken gut tun und auch meinem Schlaf. Ich glaube, ja, morgen früh um 4:30 muss ich raus.